intensiv auch über den furchtbaren Anschlag in Solingen unterhalten. Und ich bin sehr dankbar für die Solidarität und das Mitgefühl, das Kerr mir in unserem persönlichen Gespräch zum Ausdruck gebracht hat und das er hier nochmal wiederholt hat. Das ist wirklich furchtbar, was dort passiert ist. Und ich werde die Gespräche, die ich mit denjenigen, die sofort auf dem Platz waren und geholfen haben, nicht vergessen, die immer noch mit ihren Gefühlen kämpfen, weil es ja eine für viele Menschen furchtbare Situation gewesen ist, die um ihr Leben gekämpft haben, um deren Leben sie gekämpft haben. Und wir wissen, 3 sind gestorben. Der mörderische Anschlag von Solingen hat eben 3 Menschen das Leben gekostet. 8 weitere Opfer befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Wir trauern um die Toten und wünschen den Verletzten, dass sie schnell und vollständig gesund werden. Nach diesem Terroranschlag können und werden wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die nötigen Lehren aus der schrecklichen Tat ziehen. Klar ist, wir setzen all unsere Bemühungen fort, irreguläre Migration nach Deutschland weiter zu begrenzen. Nach allem, was jetzt bekannt ist, hätte sich der Attentäter von Solingen gar nicht mehr in Deutschland befinden dürfen. Er hätte längst nach Bulgarien abgeschoben sein müssen. Wieso das durch die zuständigen Behörden nicht erfolgt ist, muss nun genau untersucht werden, auch um zu verhindern, dass sich solche Fälle in Zukunft wiederholen. Um irreguläre Migration zu begrenzen, hat die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Ländern und der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat in den vergangenen 12 Monaten eine ganze Reihe von weitreichenden Maßnahmen auf den Weg gebracht, unter anderem das Rückführungsverbesserungsgesetz. Damit sind rechtliche und bürokratische Hürden beiseite geräumt worden, die den zuständigen Behörden bei Abschiebung bislang im Wege gestanden haben. So hat die Polizei bei der Suche nach Personen, die zur Rückführung bestimmt sind, mehr Befugnisse. Sie darf zum Beispiel auf der Suche nach Personen die gesamte Unterkunft betreten. Personen dürfen auch deutlich länger in Abschiebegewahrsam genommen werden und Asylbewerber erhalten deutlich länger reduzierte Leistungen. Gleichzeitig haben wir die Kontrollen an den deutschen Grenzen massiv ausgeweitet und werden sie so lange fortsetzen, wie das möglich ist. All diese Entscheidungen zeigen Wirkung. Die Zahl derer, die irregulär nach Deutschland kommen, hat sich in diesem Jahr um mehr als ein Fünftel verringert. Die Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr hat im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel, im Vergleich zu 2021 sogar um 60% zugenommen. Und doch sind die Zahlen längst noch nicht so, wie sich das die Bürgerinnen und Bürger erwarten und wie ich mir das wünsche. Deshalb wird die Bundesregierung ihre Bemühungen fortsetzen, die irreguläre Migration weiter zu begrenzen. Dazu gehören auch neue gesetzliche Maßnahmen, die wir in der Bundesregierung seit dem Wochenende intensiv miteinander abstimmen. Dazu zählen insbesondere Verschärfung des Waffenrechts, Maßnahmen gegen gewaltbereiten Islamismus und aufenthaltsrechtliche Maßnahmen, vor allem um Rückführen noch weiter zu erleichtern. Es ist ein gutes Signal, wenn die größte Oppositionspartei in einer solchen für unser Land wichtigen Frage ihre Zusammenarbeit in Aussicht gestellt hat. Diese Bereitschaft ist willkommen. Die Bundesregierung wird die nun nötigen Entscheidungen sehr zeitnah mit Vertretern der Länder und von CDU/CSU eingehend erörtern, genauso wie Vorschläge, die aus diesen Reihen eingebracht werden. Die Bundesinnenministerin wird deshalb sehr zügig jeweils einen Vertreter des Vorsitzes und Co-Vorsitzes der Ministerpräsidentenkonferenz, Vertreter der größten Oppositionspartei und involvierte Bundesressorts zu vertraulichen und zielgerichteten Gesprächen über diese Frage einladen. Das Ziel dieser gemeinsamen Anstrengung ist klar: die irreguläre Migration nach Deutschland weiter zu verringern. Zugleich, das wissen wir alle, bleibt Deutschland auf legale Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen. Rund 20 Millionen Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte tragen heute zu Deutschlands Wohlstand bei.
Sie zahlen Steuern und Sozialabgaben. Sie sind gut integriert als Arbeitskollegen, Nachbarn und Klassenkameraden. Das ist eine Erfolgsgeschichte, auf die unser Land stolz sein kann. Die Koalition hat mit der Modernisierung der Regelungen zu Arbeitskräften und ihrer Zuwanderung und zur Staatsangehörigkeit die notwendigen Grundlagen dafür geschaffen. Wer legale Zuwanderung möchte, muss irreguläre Migration begrenzen, damit das Land nicht überfordert wird. Das kann und muss gelingen, ohne internationale Abkommen, ohne das gemeinsame europäische Recht und ohne das Grundgesetz, unsere Verfassung, in Frage zu stellen. Darum geht es jetzt. Das sind wir den Opfern von Solingen schuldig. Thank you very much. In relation to the herzlichen Dank in Bezug auf das schreckliche Attentat möchte ich mein Beileid erneut bekunden und meine Gedanken sind bei den Familien. Das ist eine sehr schwierige Situation. Zum Thema irreguläre Migration und dem Thema, das wir in Großbritannien haben, mit kleinen Booten, die über den Kanal kommen. Ich habe schon vor der Wahl gesagt, Rwanda-Möglichkeiten ist eine Farce und das haben wir zurückgenommen. Aber wir müssen unsere Grenzen schützen. Ich war überzeugt, dass die beste und effektivste Art und Weise, das zu tun, die Banden zu zerschlagen, die Menschen in Gefahr bringen in Europa und im Ärmelkanal. Und ich habe gesagt, ich werde politisches Kapital investieren, damit wir mit unseren Partnern besser zusammenarbeiten können, um diese Banden zu zerschlagen. Wir haben substanziell diskutiert, wir haben uns geeinigt auf einen gemeinsamen Aktionsplan und das wird sich mit den Themen beschäftigen, wie zum Beispiel den Datenaustausch und gemeinsame Einsätze, denn so können wir effektiv handeln und diesem abscheulichen Geschäft hinter dieser irregulären Migration ein Handwerk legen und verhindern, dass Menschen über den Ärmelkanal kommen. Herzlichen Dank.